Hallo und willkommen zurück zu The Last Faith. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir alle Endings jetzt direkt holen werden. Ich bin aber froh, dass ich den Guide nachgeschlagen habe, denn es gibt einiges zu beachten. Zum Beispiel das Bad Ending. Also es gibt insgesamt drei Endings, ja? Wir werden alle holen. Ich bin froh, also ich hoffe, dass es noch funktioniert. Ich bin froh, dass ich nachgelesen habe. Weil erstens, das hätte ich niemals gefunden, wie gesagt, mit dem Geist. Und zweitens, wäre ich an den anderen Ort, wo man hin muss, auch noch, wäre ich niemals gefunden. So, um das Bad Ending zu kriegen, muss man das Bad Ending als erstes machen. Dafür muss man Lord Ladak besiegen und dann das schlechte Ende wählen. Das Problem ist, wenn man Lord Ladak besiegt, verschwinden alle NSCs hier. Das heißt, ich will vorher alle Sidequests und alles andere machen, bevor ich Lord Ladak töte. Damit ich hier 100% holen kann. Wir machen nämlich einen Platin-Run. So, habe ich jetzt entschieden. Dafür muss ich auch noch die Leute parieren, aber das kann ich auch später mal machen. Das ist jetzt nicht so relevant. So, wir haben jetzt Aldridge getriggert. Aldridge ist der Dude gewesen, der gemeint hat, Brudi, ich brauche ganz dringend das Buch. Du musst mir das Buch bringen. Und dann haben wir ihm das Buch gebracht. Das ist der Kannibalengrabwächter gewesen, glaube ich. Dem haben wir das Buch gebracht und der hat dann gemeint, ja, danke. Ich glaube, da hat er so einen Eiszauber gegeben oder so. Aber ich habe einen Steam-Post gefunden. Da schreibt der eine, dass man hier jetzt hingehen muss, wo ich hingehe. Dann gibt er einem den vierten und damit finalen Eiszauber. So, wir haben nur drei Eiszauber. Das heißt, ich habe entweder irgendwo anders einen übersehen. Oder wir haben halt Aldridge hier nicht encountert. Was ja Sinn macht, weil ich habe ja Aldridge hier nicht encountert. Außerdem haben wir ja hier oben immer noch den leeren Raum. Also hier rechts, wo wir gleich ankommen werden. Und ich dachte, ich kann den damit staggern, aber na gut, dann halt nicht. Hier. Ach, Mann. Überall sind Dudes. Das tut doch nicht Nut. Hier, da. Da sind wir gewesen, aber hier war nichts. Hier liegt eine Leiche. Ist das Aldridge? Wow! Aden, okay. Cool. Einmal. Oh, ah, die Eisstacheln habe ich nicht gesehen. Das ist ja cool. Mondherz der Aufgestiegenen. Ein in Sternenstaub eingewickeltes Herz, dessen Herkunft unbekannt ist. Die Struktur der Eiskristalle scheint sich in einer präzisen, aber unnatürlichen Form gebildet zu haben. Nach den Beschreibungen in den alten Folianten von Oisak zu urteilen, ist das Herz Teil eines alten Rituals, das am Rande des Mondschattensees durchgeführt wurde. Ist aber immer noch nicht der finale Zauber, weil uns fehlt ja auch noch eine Leber. Aber wir haben jetzt zumindest den vierten Eiszauber und der skaliert natürlich unglaublich gut mit Geist. Das ist schon lecker. Beschwört sechs spektrale Klingen, die den Anwender umgeben und auf Feinde in der Nähe losgehen. Geil, wie in Elden Ring. Schwupp! Kann ich davon noch mehr haben? Ne, dann werden die anderen verbraucht. Okay. So, den nächsten Gegner, den ich sehe, werde ich absolut penetrieren. Ist da bestimmt einer? Macht schon den Suit Damage, ne? So, aktiviert. Das ist schon echt viel Schaden, dass da rumkommt, ne? Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon echt geil, ne? Ich meine, die Faust ist auch super geil. Aber ist nicht, was ich, ne? So wirklich brauche. So. Dann fehlen uns weiterhin eine Leber. Uns fehlen zwei nicht geborene Babys. Suche ich jetzt mal. Okay, ich habe eins der Babys located, weil ich habe jetzt einen Videoguide nebenbei offen. Nicer Dude. Wie heißt der eigentlich? Dass ich den ein bisschen dub, hier. Der heißt Ejshma. A-E-S-H-M-A-H. Nicer Dude hat einen kompletten Videoguide gemacht mit allen Locations für die Babys. Ich muss sogar gucken, wo ich lang muss. Ja. Kurz, knapp, keine Intro, kein Gequatsche, einfach nur zack, da sind die Dinger. Nice, nicer Dude. Und mit der YouTube-Funktion, dass man auf Double Speed stellen kann, kannst du da super easy in 2,5 Minuten oder so durchbreezen. Und kriegst dann alle Infos, die du brauchst. So, hier drüben kann man nämlich rüberspringen mit dem Double Jump und dem Dash. Und dann kriegt man hier noch ein Baby. So, fehlt uns noch eins.
Okay, ja, kein Wunder, dass ich das nicht gefunden habe. Erinnert ihr euch hier? Moment, ich zeige es euch in der Höhle, ja? Das ist so ein langer Lift. Da haben wir hier mal die Tür, also die Wand eingeschlagen, haben dann hier irgendwelche Bomben eingesammelt und haben dann hier den Shortcut gefunden und waren happy, dass wir die Karte abgeschlossen haben. Aber, Lil, hier ist noch ein Ding. Wir haben alle. Wir haben alle. Das ist gut. Denn, ich weiß leider schon, was man bekommt, wenn man die jetzt alle abgibt. Aber gleichzeitig ist das auch nicht so schlecht, weil ich ja dann weiß, was wir direkt machen müssen. Wir müssen auch noch eine Waffe, also eine sekundäre Waffe upgraden. Ich sag mal, es ist alles miteinander connected, was uns jetzt noch fehlt. So ziemlich. So, wir müssen jetzt ins Herrenhaus. Yo. Schwupp. Dann düsen wir hier nach drüben. Ich glaube, wir haben jetzt... Ja, sind alle fertig. Okay. Mal gucken, ob die noch irgendwas Besonderes sagt. Much of your time to help a crippled woman. And yet I feel something is amiss. There is space left in my stroller. Space which I will fill someday. I am certain. Familienwappen. Ein gut gehütetes Geheimnis überbringe der Frauentinte alle Ungeborenen der Mitternachtsbabys. Die Familie Oxenville war mit der göttlichen Macht gesegnet und nutzte ihre Wappen, um zu verbergen, was sie weiß und besitzt. Medea war die letzte der Familie, die diese Macht ausübte. Das Wappen ging in einer furchtbaren Schlacht verloren. Lady Helenia ist nun im Besitz des Emblems und versucht, alles Wissen zu erlangen, das sie finden kann. Doch sie hat keinen Erfolg. Vielleicht wird sich jemand anderes durchsetzen. So, jetzt haben wir alle vier Wappen. Das können wir auch gleich noch direkt mitmachen. Reden wir mal ganz kurz mit der Lady hier. Hallo. Okay, die sagt dazu gar nichts. Ich könnte jetzt nochmal leveln, aber wenn wir schon dabei sind und gerade so viel Money haben, dann upgraden wir doch mal eine Sekundärwaffe. Und zwar... Ja, I don't know, habe ich schon irgendwas geupgradet? Ja, den Bogen halt, ne? Finde ich am interessantesten. 2, 3, 4. Mehr Demi-Schattenerz. Hat der noch welches? Der hat noch ein paar. Jo, okay. Ich weiß nicht, wie viele ich brauche, aber es wird wohl noch ein Stückchen was kosten. Japp. Japp, japp, japp. Komm, pass auf, ich kaufe einfach. Habe ich jetzt. Hat der denn nicht gerade noch 9? Jetzt habe ich nur 6 gekauft. Habe ich den gerade gebackt? Moment. Moment. Der hatte doch 9 Erz. Und ich habe 6 gekauft. Und jetzt hat er 0. Hä? Huh? Habe ich den gebuggt dadurch, dass ich auf 9 gegangen bin und dann mich doch auf 6 runter entschieden habe? Das ist ja effed up. Na gut, dass wir hier den NSC haben, die schon alle Demi-Schatten-Erze verkauft. Oh. Geht's dir gut? Hier scheint es nicht so gut zu gehen. Bin gleich wieder da. Bin gleich wieder da. So, wir gehen jetzt die Siegel einsetzen. Okay, wir sind hier. Wir haben das Rechte eingesetzt. Ich dachte, wir hätten das Obere eingesetzt. Ich bin... Ein Lappen. So, alle vier sind drin. Alles bebt. Okay, die Tür geht auf. Wir gehen da rein. Und hier ist ein Altar. Oder? Leg dich da mal hin. Das ist sogar ein Kissen. Komm, gönn dir. Hast du dir verdient, Eric. Checkpoint und Blümchen. Blümelein. Oh, Blümelein. Hm. Ja, komm, let's go.
What? Es ist Cthulhu. Nyxaroth, der Grauenvolle. War bedeutend weniger Damage, als ich gedacht habe. Was mit Feuer? Oh, ich muss weg. Oh ja, Feuer. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Naja. Spam ich halt ein bisschen. Natürlich. Wie konnte ich so dumm sein und denken, dass er da stehen bleibt? Nochmal. Ich nehme den Damage. Ich out-damage den einfach. Nicer Song. Okay, der castet. Ja, da, uff. Minions! Abkömmlinge! Ih! Au! Au! Okay, das muss weg. Das muss ganz dringend weg, sonst spawnen unendlich. Okay, er schießt. Ich heil mich. Oh boy. Zack. Ich muss da durch. Ich muss Feuer machen. Ja! Richtig viel Damage bekommt das Ding. So, da ist Boss, Baby. Mehr Mana, mehr Mana, mehr Mana, mehr Mana. Und einmal drüber. Und einmal drunter. Und Regeneration. Und Schlag. Und Feuer. Oh mein Gott. So, Eis macht. Attack Speed. Natürlich frech. Na gut, ich habe einfach getankt. Mit meinem Gesicht. Und ich habe es nochmal getan. Und ich würde es jederzeit wieder tun. Okay, hat halbe HP. Ich auch. Attack Speed. Durchdodgen. Den Damage nehmen. Okay. Regeneration. Pelle. Feuer. Nochmal Feuer. Heilen! Oh Gott. Fast gestorben. Aber fast ist eben nur fast. Why you do this every time? So, das Ding muss down. Nieder mit der Gewalt. Gewalt gegen Jergus. Gibt Jergus Gewalt keine Chance. Ah. Oh. So. Mehr Feuer. It was at this moment he knew. He fucked up. Ah. Healen. Nein. Okay. Bin komplett voll. Okay. So, ich schlag den noch ein paar Mal, weil jetzt beamt er sich weg. Genau, jetzt macht er auf dem Boden rum. Doppel, Triple Feuer. Das war vielleicht ein bisschen viel. Aber guckt euch den Damage vom Feuer an. Nochmal. Und, das letzte war zu greedy. Das Matter. Einmal Mana auffüllen. Wir haben den, 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 wir haben den. Doppelfeuer. Und noch ein bisschen Schelle. Jawohl, da, guck. Achievement, Alter. Verbotenes Wissen. Besiege Nyxaroth, den Grauenvollen. Nicer Stiesel. Falschen Gott verleugnet. Versprechen gebrochen. Ist ja gut. Herz von Nycrux. Ach schön. Kein Diener der Küche kann sich dem Durst entziehen, dem verzweifelten Streben nach mehr. Ihr Versprechen wurden geschmiedet. Geheimnisse versiegelt, die ihre Seelen in eine unaufhörliche Jagd ziehen. Das ist jetzt meine HP wieder erhöht. Stimmt, ne? Weil das sind doch diese... Ja. Das ist aber nicht, was ich erwartet habe, was ich finde. Notiz eines Bauern. Finde alle Notizen! Das ist ja der Wahnsinn, Leute. Wir kriegen Achievements links und rechts. Es ist also wahr, dass sich die höchsten Adligen hierher gewagt haben, um das Geheimnis der einen Macht zu verbergen. Ich spüre ihre Gegenwart, was sie getan haben. Konsequenzen, die nicht rückgängig gemacht werden können. Vor denen sich niemand verstecken kann. Doch ich spüre einen Zorn, der nicht menschlich ist. Vielleicht ist es ein Gott? Nein, dies ist kein Gott. Doch er hat die Macht eines solchen. Dies ist nur der Anfang. Die Auswirkungen, die alle in diesen Ländern zu spüren bekommen werden. Klingt so drohend und gefährlich. Was haben wir hier?
Heller Kometencharm. Das ist nicht, was ich erwartet habe zu finden. Okay. Was tut es? Minus 15% Stromkosten. Boah, da kann man bei mir vorbeikommen. Stromkosten in Bayern sind insane. Stromkosten? Fokuskosten wahrscheinlich. Achso. Energy Cost wahrscheinlich. Und die haben die Energy Cost mit Stromkosten übersetzt, Alter. Ist ja funny, ach du Scheiße. Okay, nice. Gut, war wie gesagt nicht, was ich erwartet habe zu finden. Dachte eigentlich, ich finde hier eine Leber. Ey, guck doch die Lebensleiste an, die ist so lang. Aber gut, ich finde dann halt keine Leber. Okay. Gut. Dann, wo machen wir weiter? Wo hören wir auf? Dann werde ich jetzt die letzte Leber suchen müssen. Weil eine fehlt ja wohl noch. Fragezeichen. Okay, ja. Ich suche mal weiter. Fehlen immer noch Sachen. Okay, die letzte Amtshandlung für mich heute, weil ich jetzt gleich zur Arbeit muss. Sad Face ist noch ein bisschen hier upgraden. Ist das teuer, Alter. Okay, wir haben wieder kein Geld. Wir brauchen noch wahrscheinlich 10 Demi-Schattenerz. Das heißt, wir brauchen nochmal gute 60.000, 70.000 Nycrux. Und erst dann können wir wirklich fertig machen. Und ich weiß jetzt, wo es die letzte Leber gibt. Ich glaube, die habe ich noch nicht. Weil ich habe das Achievement für den Boss noch nicht. Also kann ich die Leber noch nicht haben. Aber das machen wir das nächste Mal, nämlich für mich morgen. Für euch dann halt wahrscheinlich auch morgen. Und dann gucken wir mal, ob wir das in der nächsten Folge platinieren oder die nächsten 2, 3 Folgen. Wir sehen uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder. Bis dahin. Ciao.